Ist nicht mein Fall. Bitte, Walker, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Pack Battle und zwar zum lustigsten 3.0. Cut. Ja, Freunde, erzähl du, halt's Maul. Ihr feiert das Format hier abgöttisch, die letzten Folgen, 300.000 Aufrufe, 250.000 Aufrufe. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, das Format regelmäßig einzufügen. Und es macht auf jeden Fall mega Spaß, uns auch, ist noch was komplett anderes. Zum Glück kein Gameplay, weil das ist momentan scheiße. Wir werden heute wieder schön ein paar Packs eröffnen, es gibt auch 15k Packs. Und das dürfen wir uns aussuchen, also ich darf jetzt nicht sagen, ich öffne das Pack. Und dann kann ich Stefan verwirren damit, ne? Je nachdem, was für eine Kategorie kommt. Ich glaube, du verwirrst gerade schon die Zuschauer, Alter. Komm mal runter, jetzt mal ein bisschen. Ich laber jetzt, ja. Okay, laber weiter. Wir haben aber heute noch eine Verlosung für euch mit unserem Sponsor Start Select. Also, Freunde, was ihr gewinnen könnt. 5x50 Euro Guthaben für die PlayStation und für die Xbox. Deswegen schreibt einfach einen Kommentar mit eurer PlayStation-ID oder mit eurem Instagram-Namen. Wir werden euch dann da kontaktieren und lasst dem Video natürlich einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, du kannst gerne mal die erste Kategorie festlegen, wenn du magst. Boah, scheiße, ich soll anfangen, erste Kategorie. Ja. Okay, ich sage, mein Spieler hat insgesamt mehr Sterne als deine, also Weakfoot und Sterne-Skills zusammengerechnet. Kombinationsmäßig? Okay, ja, Kombination. Okay. Und ich sag dir nicht, ob ich ein 15k-Pack öffne. Nee, nee, nee. Okay, let's go. So, let's go, Alter. Komm raus. Erstes Pack. Komm raus. Es ist scheißegal, ob der rauskommt oder nicht, Leute. Hauptsache hier. Ja, aber wenn der rauskommt, wäre natürlich auch noch mal ein bisschen interessanter. Och, du Scheiße, Alter. Komm schon. Das ist immer schwierig bei denen. Er könnte Weakfoot haben, aber Sterne Skills. Da bin ich mal jetzt gespannt, Alter. Dann habe ich sogar als Duplikat. Und insgesamt. Ja, ich bin im Durchschnitt, würde ich sagen. Ja, ich bin auch gut dabei dafür, dass ich einen Innenverteidiger habe. Ich hätte jetzt mit weniger gerechnet. Ich habe 7. Ey, ich habe 6, Alter. Let's go, Bro. Ich habe 4 Sterne schwacher Fuß und 3 Sterne Skills mit dem Innenverteidiger. Ah, ich habe Linksverteidiger Roussillon, 3-3. 3-3. Ja, dann steht es jetzt 1-0. So, das heißt, ich darf mir auch direkt was aussuchen. Dann gehen wir jetzt mal mit der Größe. Und zwar, mein Spieler ist größer als deiner. Gib mir nochmal einen Innenverteidiger. Boom. Ja, Bruder, ich hab nicht schon mein Pack bearbeitet. Du kommst schon direkt in die nächste Kategorie. Willst du mich verarschen oder was? Was ist denn los mit dir? Was machst du? Du musst mal schneller werden hier. Ich hab schon Pack geöffnet. Oh, der kommt sogar raus, glaube ich. Jawohl, komm bitte. Ah, kein Walkout. Boah, der sieht groß aus. Also rein von den Werten her sieht der groß aus. Jawohl, Innenverteidiger ist immer gut. Oh, laber nicht. Ja. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, aber der sollte eigentlich aber schon relativ groß sein. Aber hättest du den gehabt, ne? Dann wäre ich safe mit 1,90 dabei gewesen. Okay, wie groß ist deiner? Sag mal deinen erstmal hier. 1,88. Nein, 1,87. Ja, Uwe, oh, let's go. Ich hab den Gabriel. Oh mein Gott, ich hab Pepe gehabt, Alter. Pepe, ey. Oh Mann, für einen zentralen Mittelfeldspieler war meiner echt groß. Dann steht jetzt 1-1. Ja. Mein Spieler hat, wenn man R3 drückt und dann diese ganzen Sachen sieht, ne? Weißt du, was ich meine? Wo die Zahlen stehen und so. Und Aggression und so. Da habe ich weniger rote Kategorien als du. Oha, jetzt müssen wir noch anfangen zu zählen. Okay. Ja, normal, Alter. Es soll doch ein bisschen Experiment hier werden. Ja. Ach, let's go. Meiner kommt nicht mal raus, ey. Komm schon, ich will jetzt mal einen rauskommen sehen hier. Ja? Nein. Nicht gut, Alter. Ist aber selten. Der wird für viele rote Werte haben. Okay, ich darf jetzt, am besten wäre jetzt... Oh mein Gott. Okay, also, ja doch, der hat echt viele rote Werte wegen Defense und Physis, ne? Ja, Bruder, ich habe schon direkt gewonnen. Meiner hat keinen einzigen roten. Alles orange und grün. Laber nicht, hast du einen Mittelfeldspieler? Ich hab Delf, Digga, Linksverteidiger. Als ob der nix Rotes hat. Der hat nix Rotes. 5 rote Werte. Ich schwör, nix rot. Nix Defense. Rot. Defense erstmal 5 rote und dann nochmal bei Füßen 2 rote. Jawohl, Alter. Jawohl, ey. Let's go, ey. Bei dir läuft, ne, du kleiner Hund. Okay, so, nächste Kategorie. Das zwingt dich jetzt quasi, dieses Pack zu öffnen. Und zwar, ich sag, in meinem Pack sind mehr Spieler drin als in deinem Pack. Okay, 3, 2, 1, go. Let's go. Ich hab das 7,5er geöffnet. Ja? Okay, wenn du das gemacht hast, hast du wirklich Eier gehabt. Der kommt nicht. Der guckt nicht. Bei mir kommt auch nichts, Alter. Was ist das denn? Manchmal leuchtet das ja zu krass. Leuchtreklam hier. Oya Zarabal. Okay, jetzt mal nach. Denk auch an die Duplikate. Ja. Okay, na, das eben hatte ich mehr. Ich habe 6 Spieler. Oh, das. Nein, da habe ich auch 6. Ja, ich habe auch 6. Kriegt jetzt jeder einen Punkt? Ja. Der volle Name des Spielers, also nicht der, der auf der Karte steht. Du musst schon R3 drücken, ja, der Name dann steht. Alle. Hat weniger Buchstaben als deiner. Weniger? Ja. Okay, du hast ja aber heute schon gute Gedanken gemacht, nicht? Ja, das war, ja. Okay. Sehr kreativ, kreativ.
3, 2, 1, Kreativa, ja. Go, go, go. Stell dir vor, auf dem Namen hat er so drei Buchstaben, aber sein voller Name, Alter. José González, Ernesto Alexis dos Santos Avero. Oh, Linksverteidiger, Avero. Ich glaube, ich habe den Halstenberg. Ja, das ist schon viel. Ja, safe, ich bin dabei. Weniger haben wir gesagt, ne? Ich hab doch keinen Halstenberg, ich hab einfach den Max. Oder den Max mit drei Buchstaben. Willst du mich verarschen, oder? Und der heißt mit Vorstaben, Vornamen Philipp Max. 3, 4, 5, 6, 10 Buchstaben. Hä, bin ich behindert? Hab auch 10. Ich zähl keinen Scheiß, warte, ich muss nochmal nachzählen. Ich hab Stefan Radu. Ey, das kann nicht wahr sein, Digga. Was ist das hier die ganze Zeit Ausgleich? Ja, jetzt steht sogar 4-3 für dich. Auf der Karte, die erscheint der Spieler, du musst die zwei besten Werte zusammenrechnen und da habe ich mehr als du. Darf go. Ich mehr? Jawohl, ich der kommt mehr. Raus, der kommt raus, Bruder. Als ob der rauskommt. Ich will auch mal einen raus. Mann, yo, Mann. Der kommt auch raus. Komm, Walkout. Ja. Deutschland? Der ist gut. ZM? Ah, Gündogan! Oh shit, jetzt müssen wir addieren, Leute. Ich kann nicht mehr rechnen. Oh, das ist ordentlich, das ist ordentlich. Das sind 168. 173, Mares. 84 Tempo, 89 Dribbling. Let's go. Ich finde das bisher eigentlich gar nicht so lustig. Wenn ich also führe ich jetzt wieder? Mit 5-3. Der Spieler, den ich ziehe, der ist näher an meinem Geburtstag dran als deiner an deinem. Dafür müsst ihr erstmal wissen, wann du Geburtstag hast. Ja, ich habe am 11.11. Geburtstag, Leute. Das heißt in einer Woche. Wenn ihr mir was schenken wollt, Postfach ist in der Videobeschreibung. Machen wir Donation-Link rein. Komm schon! Okay. Ja, das heißt natürlich, jetzt sehen wir noch nicht mal. Ist eigentlich scheißegal, welcher Spieler da kommt. Ja, das ist scheißegal, Digga. Am besten... Oh shit, der kommt raus. Aber wieder kein Walkout, Digga. Ja, moin, ich weiß ja doch, das heißt ja, ich hab den gezogen. Okay, ich check mal ab. Nein! Oh mein Gott, Bruder, ich zieh Frankreich Innenverteidiger. Ich dachte, Varane kommt Hernandez. Oh mein Gott, sogar Longley wäre das gewesen. Ja! Ey, ich hab mich voll gefreut. Okay. Bro, dafür hab ich gerade ein Icon gezogen. Ach du Scheiße, also, kann ich auch rückwärts rechnen oder nur nach vorne? Sollte eigentlich beides gehen, ne? Also bei mir wenn, ist es egal eigentlich. Ich also genau wenn meiner im Januar Geburtstag hat, ist er dann 10 Monate von mir entfernt oder 2 Monate? Weil es ja November 2 Monate zurück auch ist von Januar, weißt du, was ich meine? Ja, ja, also eigentlich ist es ja trotzdem näher dran von der Differenz her. Ach weil, so, okay. Ja, dann hast du den Punkt. Bei meiner 2.5. Ich bin genau 6 Monate entfernt. Was ist los hier? 2.5? Ja. Wann hast du denn nochmal Geburtstag? Du hast am 4.5. Nope. Geburtstag. Ach, von mir entfernt? Ja, von dir. Ich hab doch gesagt, bei dir von deinem und bei mir von meinem. Dann ist es bei mir einen Monat entfernt. Nicht? Ja, und bei mir ist es mehr, sind 2, 3. Dann habe ich einen Punkt! Ja, super, Alter. Hätte ich das mal nicht gesagt, hätte ich jetzt hier schön Punkte machen können. Ich dachte, von deinem entfernt. Nee, hör doch mal genau zu. Ich mach das immer komplexer. Das heißt, 5-4 steht's jetzt. Und jetzt muss ich auch mir auch mal was Gutes einfallen lassen. Deswegen, ich hab noch eins von denen. Ich gehe jetzt mal mit dem höchsten Rating, okay? Komm, machen wir es mal ganz einfach. Höchsten Rating? Okay, höchster Rating, let's go. Gib mir raus. Komm raus, Junge! Ah, schwieriges Spiel. Er kommt nicht raus, okay? Bei mir auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, 81er. Ja, 78er. Jawohl, Uwe. Bei meinem Spieler ist die Differenz niedriger zwischen Schuss und Defensivwert, okay? Okay. Auf der Karte. Okay. Komm schon. Komm raus! Schuss und Defensivwert. Schuss und Defensivwert, genau. Differenz ich brauche jetzt bei am besten niedriger. Einen Mittelfeldspieler. Jawohl. Oh nein, er kann einfach nicht verteidigen. Schuss und Verteidigung. Ach du Scheiße, Alter. Also bei mir ist genau 40. Bei mir, ich muss rechnen, 27, glaube ich, wenn ich jetzt nicht verkehrt liege. Mein Spieler hat einen höheren Aggressionswert als deiner, okay? Jetzt willst du wieder aggressiv werden, oder was? Aggressivität! Aggressiv! Ach, komm schon. Ist scheiße, ob der nicht rauskommt oder nicht. Das juckt ja keinen. Also jetzt Innenverteidiger. Verteidiger, ZDM. Oh. Also wenn der nicht aggressiv ist, Bruder, dem fehlt nur noch eine Träne am Auge. Der Tattoo am Hals, alles. Also wenn der nicht aggressiv viel Wert hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Aggressiv viel Wert, wie viel hat deiner? So, ich muss jetzt gucken. Da hat er Aggression. Ja, Bruder, das ist keine Chance. Also wenn du das toppst, 89. 94. Was?
Wer hat denn 94? Guerrero von Dings von Dortmund. Der ja, alles klar. Willst du mir sagen, der hat mehr Aggression als ein Medell, der Halstattoo hat und so? Ja, Mann, der sieht so süß aus. Ich hab 54. So, ach, du hast 54? Ja. Oh, korrekt, Alter. Let's go. Das heißt Matchball. Matchball. Ich sag, mein Spieler hat weniger Buchstaben auf der Karte jetzt als deiner. Okay, dann machen wir gleichzeitig auf, ne? Max. Ja, Max war schon krass, Digga. Oder da. Ja, hau mal rein, ey. Hau mal rein, Bro. Ach du Scheiße, Digga. 10 Stück habe ich. Nein! Ey, Ruben Neves, Alter. Livakovic. Oh, er hat gleich zwei Namen. Ich habe Livakovic drin gehabt. Dann gehen wir jetzt mit: Mein Spieler ist jünger als deiner. Jetzt kommt ein Jadon Sancho. Jo, der kommt raus. Kein Walkout. Italien? Oh, die sind alle alt, ne? Oh, der sieht gut, der sieht jung aus, mein Lieber. Oh mein Gott. Der sieht sehr, sehr jung aus. Oh mein Gott, Bro, meiner ist einfach gefühlt 40 Jahre alt. Jawohl, Alter. Also wenn der älter als 25 ist, dann fresse ich einen Besen, ey. So, schauen wir mal nach. Oh, okay. Also meiner ist 30. Meiner ist gefühlt 37, glaube ich. Meiner ist 83er Jahre. Bruder, das ist zu krass, ne? Warte mal, das war der Matchball. Rate mal, wann der Geburtstag hat. Wann ist denn deiner? 11.11. Ja, Mann. Mit einfach am 11.11. wie ich Geburtstag. Und das ist die Entscheidung. Krank. Da muss, das ist, also da will ich jetzt die Illuminatenmusik hören. Das ist doch krank. 11.11.89, Ibai Gomez. Schwacher Vorsteher, 5 Sterne. Da habe ich wieder die dritte Runde, glaube ich, hintereinander. Es ist was? Also das halte ich für ein Gerücht. Was? Ja, dann guckt euch die alten Videos an. Ich habe alle Videos rasiert. Ja. Ja, Freunde, macht beim Gewinnspiel mit. Nicht vergessen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar mit eurer PSN-ID bzw. mit eurem Instagram-Namen. Leute, wie gesagt, Abonnent des Kanals sein wird uns natürlich auch freuen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, Like-Button sowieso sprengen. Dann versuchen wir das jede zweite Woche zu bringen. Macht ja auch mega viel Spaß. Wir sind raus. Haut rein. Macht's gut und ciao.